Und damit willkommen zurück. Ach, du Scheiße. Man hört's ja da. Ich hab mich einfach durch. Der ist ja auch noch da. Au. Jawohl. Na, komm her. Zack. Komm. Voll eine reinwichsen. Och, jetzt bin ich wieder in diesem Wasserloch. Meine Güte, das Wasserloch geht mir aber auf. Alter, wie oft kann man denn den Schuss versenken? Meine Fresse! Genau in dem Moment kommt der hoch, Alter. Na komm. Dann machen wir halt diesen. Schieße ich dir halt voll in den Fuß rein. Hauptsache, du bist weg. So, die Waffe muss nachgeladen werden. Im Kampf können wir die nicht noch nachladen extra. So, was war eigentlich der Grund, dass ich hier wieder runtergegangen bin? Das verstehe ich gerade nicht. Ich hätte doch hier einfach nur hochgemusst, oder? Ja. Ey, warte mal, dein Kack für dich hier. Zack. Eigentlich sind sie so einfach. Eigentlich sind sie ja so... Habe ich gesagt, dass sie einfach sind? Ich nehme das zurück. Ich meine, ja, sie sind einfach. Wo ist denn der jetzt hin? Er ist weg. Soll mir recht sein. Er ist wieder da. Finde ich uncool. Und ja, das nennt man übrigens Schrotflinte. Das hier nennt man Frauenpower. Ist nämlich mächtiger als eure Unsterblichkeit. Ich muss das Tor niederreißen. Ja, dann machen wir das doch. Ah, okay. Und dieser komische Stock hier ist also unser Ziel. Dann mal los. Na, das muss... Ich bin Perfektionist. Das muss genau... So muss es sein. Etwas leichter oben rein. Damit er sich nach unten rammt. Ich will nochmal. Ich würde unbedingt nochmal machen. Komm einmal voll drüber. Und zack. Oh mein Gott. Das ist so nice in Szene gesetzt einfach. Wie denn dieser Ball fliegt. Achtet einfach mal drauf. Also das Geschoss. Guckt euch das an. Alter, richtig geil in Szene gesetzt. Sehr, sehr cool. 10 von 10 gibt es an dieser Stelle von mir hier. Guck mal, da hat sich auch jemand... Guckt mal hier. Letzte Folge. Habe ich doch noch erzählt hier bei Teleshopping. Kauft euch das magische Wunderfeuer. Hier hatte sich jemand geholt. Sogar mit. Hier, der hat bestellt rechtzeitig. Der hat sogar die Feuerschale dazu bekommen. Habe ich letzte Folge gesagt. Wer das verpasst hat, kann da jetzt nochmal reingucken. Kauf jetzt und erhalte gratis dazu die Feuerschale. Ah, so dumm seid ihr gar nicht. So, habe ich noch... Jawohl. Explosionspfeile. Die
Kleine Waffe habe ich viel zu selten verwendet hier. Komm, die nutzen wir. Hallo Lagerfeuer. Dich ignoriere ich. Einige Gebäude sind zerstört. Der Kampf hat sein Tribut gefordert. Aber der Großteil der Stadt ist noch intakt. Der Teil ist einfach unglaublich krass. Die Playsee ist heute leiser als gestern. Einfach ein panzerbrechen und Pfeil. Was, wir sind bald da? Happy Boomerang. Okay, jetzt weiß ich auch, warum ich die kleine Pistole hier nicht nutze. Oh mein Gott, wie konnte ich diesen Headshot verscheißen? Oh, hinter mir, ne? Ja, hinter mir. Komm, schnell, mach, Lara. Und weg hier. Jetzt. Oh. 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 Going to kill you all. Motherfucker. Nein, sagt man ja nicht. Toll, das muss ich jetzt wegpiepsen hier. Boah, ich bin... Ich gebe ja sowieso eigentlich keinen Wert auf Werbefreundlichkeit. Ich meine, ich verstehe mich hier nicht mit Absicht, nur um werbefreundlich zu sein. Ich bin ein... Ich. Oh. Meine Fresse. Das war richtig gut ausgewichen. Lara, Mensch. Oh, die Pfaffe hat einen richtig krassen Rückstoß. Warum sind die so schnell? Ohne die Explosionsfässer zu nutzen bisher. So, legt Lara die Waffe weg, dann ist der Kampf vorbei. Die Kammer der Seelen liegt hinter diesem Tor. Ich brauche nur ein weiteres Katapult. Okay. Du hast nicht viel Zeit, Lara. Ihr könnt nichts mehr tun. Bringt euch in Sicherheit. Keine Chance. Du brauchst uns ebenso sehr wie wir dich. Wir überleben gemeinsam oder sterben allein. Geh jetzt. Warum zum Teufel hatte ich ihren Blackscreen? Der kann auch eben das Spiel nicht hinterher, oder? Achso, ich wollte... das war jetzt zum Rüberschwimmen. Achso. Ich bin ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Große Gebiete sind zwar sehr beeindruckend und cool, allerdings auch sehr verwirrend. Weil man halt nicht weiß, erstens wohin und zweitens was. Ich muss nach oben auf den Turm, aber das Eis ist im Weg. So.
Naja, denn müssen wir das war jetzt sehr unbeeindruckend. Ach so. Ich will gerade sagen, das hat ja überhaupt nicht gebracht. Mein! Warum mein? Hä? Warum mein? Ich wollte Nein sagen. Mein! Okay, rot heißt, glaube ich, nicht erreichbar. Blau heißt schwer erreichbar. Und grün müsste eigentlich heißen, ist erreichbar. Okay. Naja, dann haben wir das gleich. Da ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Wir haben es doch nicht gleich. Was bist du? Kann ich dich ziehen? Kann ich dich, kaputt machen? Ich kann. Da ist ein Hindernis. Das muss ich aus dem Weg schaffen. Ja. Solltest du vielleicht. Vielleicht hat es ja was hiermit zu tun. Vielleicht da dranhängen. Verbinden miteinander. Und dann drehen und dann reißt das einfach raus. Ist das vielleicht des Rätsels Lösung? Ah ja. Guck mal da. Hat geklappt. Jetzt kümmere ich mich um das Tor. Varon. Ein Typ mit 350er IQ. Ja. Sagte er und wollte nachfragen, wie schieße ich nochmal? Das reicht nicht. Ich war so übermütig. Ah, der Winkel passt noch nicht. Oder doch, der kommt gut. Ich verstehe auch nicht, warum es das Holz ist und nicht aus Metall. Fast durch. Nur noch ein Schuss. Okay. Die Typen sind ja echt. Alter, der schießt dahin, wo ich noch landen. Erst noch landen möchte. Nein, das war. Oh Gott. Gut, eventuell sollte ich die da oben vielleicht vorher ausschalten. Also wie auch immer der eine das da auf Ultra gemacht hat, der neue Abonnent. Ich guck mir ja ab und zu mal so rein, wenn hier jemand abonniert. Warum? Warum bin ich runtergefallen? Was die so auf ihrem Kanal machen. Ja, Lara, das hat auf jeden Fall funktioniert. Oh, da war ich echt beeindruckt, dass der oder die das auf schwer durchgemacht hat. Beeindruckend. So. Ich glaube aber auch, wir sind bald durch. Allerdings, wenn die Folge zu Ende ist, kommt nur noch eine einzige Folge, weil dann bin ich fertig mit der Aufnahme. Und ich weiß nicht mehr, wie lange das geht. Also werde ich wahrscheinlich mal bei einem anderen YouTuber reinschauen, wie nah am Ende ich bin. Und werde danach entscheiden, ob ich dieses Wochenende die Aufnahme so voll mache,
dass ich dieses Spiel auch an diesem Wochenende abschließe. Damit ich dann nicht nächstes Wochenende vielleicht eine Folge aufnehmen muss oder zwei und dann ist Ende. Sondern so könnte ich mich dann halt gleich darauf einstellen. Aufs neue LP. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja gut. Und dann werden wir gucken, wie wir dieses Katapult verwenden in der nächsten Folge. Bis dahin haut rein und immer schön gesund bleiben. Das ist wichtig.